Let's play. Und Achtung, it's a trap. Nicht rückwärts rutschen, na, das meine ich. Genau so ein Cheat. Glücklicherweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fängt man auch wieder in der Rutsche an. Fängt man auch wieder in der Rutsche an. Hoffe ich doch mal. Yeah. Ja, gut, dass ich nicht so viele Münzen vorher eingesammelt habe. Nein, nicht mitsummen. Nein. Auch wenn die Musik sowas von catchy ist. Nicht mitsummen. So. Wow, 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 wow. Ich muss ja nicht alle Münzen unbedingt kriegen, aber diese Linien, die will ich schon haben. So, wenn ich die meisten Münzen hier kriege, dann sollte ich gut dabei sein. So, und so, und das war's dann so ziemlich. Oh, da hätte ich fast, wäre ich fast gestorben. So, hier wäre der Stern. Ah, wir springen runter. Dann wollen wir uns mal Münzen holen. Und machen wir gleich erstmal die nächste schwere Stelle, und zwar die mit den Pilzen. Haha, ich habe dich ganz brutal gekillt. So, die Pilzstelle machen wir als erstes. Dann springen wir hier nochmal runter. Cool, ich habe mich in Skype nicht mal auf beschäftigt geschaltet. Okay, versuchen wir diese blöde Stelle. Hier fällt man gerne mal runter. Beziehungsweise nicht gerne, aber oft. Boah. Nervig. Ich hoffe, ich fange wieder in der Rutsche an. Ah. Gut. Einmal zeige ich es noch. Ah, jetzt muss ich es doch schaffen. Jetzt machen wir schnell hier. Schnell, 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 schnell. Ich meine, die Rutsche kann man nicht besonders schnell machen. Aber okay, wir machen das mal ganz schön schnell. Ich sollte mir mal abgewöhnen, aber okay zu sagen. Aber okay, das ist jetzt nicht wirklich so schlimm. Die ganzen Münzen ist verkackt, aber okay, es ist nicht so schlimm. Da, ganzen Münzen verkackt. Hüpf doch nicht so viel, Mario, und schrei auch nicht so viel. Jetzt verfehlst du die ganzen Münzen hier. Das ist echt schlimm. Ich meine, zwei, drei Münzen sind ja nicht so viel, aber... Wer den Penny nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. So, haben wir die Rutsche geschafft, wieder mal. Die blöden roten Münzen auf den Pilzen. Versuchen wir den Kack nochmal. Die Gummis hier mache ich zum Schluss, wenn ich echt keine Münzen mehr finde. Aber ich sollte genug finden. So, diese blöden Münzen hier. Jetzt kommt der Kleinste. Ich bin glücklich. Ich habe das geschafft. Jetzt sollte ich nicht mehr wirklich verkacken. Machen wir uns gleich mal diese roten Münzen. Den Stern müssen wir zwar sowieso zum Schluss holen. Ja, aber gut. Ja, die nehmen wir auch mit. Auch wenn ich Hangeln sehr extrem langsam finde. Und nicht gerade... Man hätte da wahrscheinlich einfach einen Longjump hier rüber machen können, aber... Und... Ich wollte nicht schneiden. Ich wollte echt nicht schneiden. Aber ich muss schneiden. Bis gleich. Von Arsch. Bäh. Nicht gut. Bah.
So, jetzt bin ich endlich hier oben. Es hat die Ewigkeiten gedauert, bis ich hier war. Versuchen wir es einfach mal mit einem Long Jump. War keine gute Idee. Gehen wir erstmal zum Anfang zurück, weil da hatte ich ja extra noch ein paar Coins zurückgelassen. Coins. Moins. So, das war die zweite Stelle hier. Und zwar... Oh, ich falle runter! Hier. So, dann will ich die mal nicht in die falsche Richtung greifen. Ach, scheiß auf die Box. Die ist mir so gefährlich. Diese 20 Münzen, die mir jetzt fehlen. Mir fehlt noch eine rote Münze. Wo fehlt mir die denn? Solange mir die nicht auf den Pilzen fehlen, ist mir das egal. Irgendwo muss hier noch einer sein. In dem tollen Komplex hier, wo man so übelst einfach hochkommen kann, weil überall Ecken sind. Boah, guck, wie springt man denn dagegen? Man weiß es gar nicht mal. Das ist nicht toll gemacht. Hier, nein, die Stelle, nein. Da ist die Stelle in Regenbogenrasserei besser. Das ist ja auch so eine Stelle. Auch mit den roten Münzen. Die ist auch so eng, aber die kann man, da kann man wenigstens lenken. Leben. Yay. Ah. Ah, jetzt spring da hoch. Ich sehe mich nicht mal. Und ich weiß nicht, wie groß die Plattform ist, ob der ich drauf springe. Stehe. Mach doch jetzt mal ein Rückwärtssalto. Scheiße. Verdammte Kacke. Jetzt geh da hoch. Irgendwie. Ah, überall sind Kanten. Nein. Ich will Unreal Tournament spielen. Nein, eigentlich nicht. Ah, es geht. Jetzt fall ich wieder. Jetzt fall ich wieder runter. Warum hältst du dich jetzt auf einmal so einfach fest? Okay. Ja. Ich fall garantiert nachher da runter, um den Stern einzusammeln. Aber vorher werden wir wohl noch ein paar Gumbas stampfen. So, die Münze wollen wir eigentlich haben. Yay. Ja, sammeln wir die ganzen Gumba-Münzen ein. Auch wenn das länger dauert. Ich weiß nicht, wo jetzt noch so viele Münzen sind. Ein paar sind noch vor der Rutsche. Weil die habe ich ja noch nicht eingesammelt, weil ich bin ja gestorben. Zwei, drei Mal. 8 Münzen noch. Hier sind noch ein paar Gumbas. Ein Gumba. Was ist das hier? Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Münzen. Boah, das bringt's ja. Ich wäre ja ohne den Box nie da rangekommen. Ah, da sind welche. Ich wäre schon runtergesprungen fast. Jetzt bin ich gerade hier oben so schön. Jetzt könnte ich eigentlich diesen im Wasserfall holen. Aber nein. Jetzt springe ich erstmal runter. Soweit. Ja, doch, kommen wir in den Wasserfall ruhig runter. Ist nicht so schlimm. Hey, was machen wir da? Was machen wir da? Und dann den roten Münzstern holen. Endlich. Hat lang genug gedauert. Was sind das für komische Sprünge, die du da machst manchmal? So in die... Sowas musste doch kommen. Das musste doch einfach nur kommen. Ja, super, die ganzen blöden roten Münzen noch einsammeln. Deswegen haben wir jetzt dreimal verkackt, weil wir über bei den Pilzen runtergeflogen sind. Natürlich wollen wir in der Rutsche anfangen. Warum denn auch nicht? Ich wollte immer in der Rutsche anfangen. Hätte ich mal den Wasserfall geholt.
blöde Rutsche jetzt nochmal machen. Ihr habt gar keinen Bock drauf. Komm, jetzt rutsch hier schneller runter. Scheiß auf die Münzen, ich will die gar nicht haben. Man kriegt die aber trotzdem, auch wenn man die nicht haben will. So schwer sind die einzusammeln. Rutsch hier einfach lang und mir egal, was du machst, Mario. Einfach mach dein Ding. Schneller. Schneller, Mario, schneller. Wir haben noch keine Zeit. Doch, wir haben Zeit, aber... Ich will jetzt hier fertig werden. Mario. Mario. Und da rein. Danke. Jetzt nochmal der blöde rote Münzen. Nein, die roten Münzen hole ich nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil wenn ich verkacke, muss die Rutsche nochmal machen. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal den im Wasserfall, der sollte einfacher sein. Aber ich bin nicht gut, den einzusammeln. Ganz ehrlich. Ah, geh da hoch. Hey! Nicht an der Seite lang, Mario. Du machst gerade echt, was du willst. Geht doch. Okay, sind wir wieder hier oben. Shy Guy nehmen wir wohl. Ist einfach sicherer mit Shy Guy. In den meisten Fällen. Und hier bin ich eigentlich auf der falschen Seite. Kann ich hier wohl mit einem Dreisprung dahin? Nein. Ne, ich hab's gesagt. Aber was sollte ich da oben, weil ich sollte da gar nicht so hoch. Müssen wir jetzt nochmal richtig hoch. Ohne den hochgehen da halt schneller. Doch mit Baumstamm. Nein! Ja. Also ohne diesen schönen Trick. Weil ich glaube, da ist es auf jeden Fall schwerer mit. Von den Kanonenkugeln werde ich hier übrigens immer getroffen. Oh, wer hätte das gedacht? Und rutschen. Und jetzt hier mit dem Dreisprung hin. Klappt doch super! Juhu! Wunderbar. Macht man immer gerne so. Kann ich die hier bei den roten Münzstern einsammeln? Das ging schneller. Ja, ich kann den Stern echt nicht gut einsammeln. Es nervt mich. Und dann immer so lange hingehen. Den konnte ich noch nie gut einsammeln. Nie! Ich weiß nicht, ob ich schon überhaupt mal beim ersten Mal geschafft habe. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde. Ach, Kanonenkugel. Ich musste doch getroffen werden. Ich kann immer so gut zielen. Was machst du hier, Gumba? Ah, jetzt hier. Doppelsprung reicht wahrscheinlich, oder? Warum? Warum, Mario? Du regst mich gerade auf. Okay, Big Dip, ich mag die Stellstrecke. Mir egal, wie das heißt. Die Soll ich am besten aufhören zu reden? Unsichtbare Wand auf Doom! Habt ihr gerade gesehen, wo ich dagegen gesprungen bin? Da war gleich eine unsichtbare Wand, oder? Okay, ich hole 8 den roten Münzstern. Nach dem besten Walljump ever. Ja, das läuft ja, ne? Es läuft. Ich habe gerade einfach mal 50 Minuten verschwendet. Und du stirbst jetzt nicht. Du stirbst jetzt nicht. Ich verbiete es dir. Ja, lassen wir die da. Okay. Jetzt kommt nur noch die aufregende Stelle, weil hier ist halt nervig alles.